Februarproduktion fertig. Am Anfang von diesem Februar habe ich mit unseren Ordnungshütern wieder ein bisschen was zu tun gehabt und habe jetzt endlich so einen roten Zettel bekommen, ne? Also, wer da meine Geschichte so ein bisschen verfolgt hat, der hat mitbekommen, dass ich da mal versucht habe, Nutzhanf im Hochspannungsfeld hochzuziehen und das habe ich dann im Garten gemacht. Die sind ziemlich schnell hochgeschossen und ja, irgendjemand hat dann die Kriminalpolizei verständigt. Die haben dann meine 13 Pflanzen abgeerntet, haben im Labor festgestellt, dass der THC-Gehalt wirklich da drin echt mehr als gering ist, sagen wir es mal so. Also waren wirklich alles männliche Pflanzen gewesen, so ein kleines bisschen verzwittert, ne, durch das Hochspannungszeug. Na, jedenfalls bin ich dann trotzdem verurteilt worden, weil ich keine Erlaubnis hatte, ne, das anzubauen. Man kann hier Hanf anbauen, ist kein Thema, aber man braucht die Erlaubnis dazu, ne? So, die hatte ich nicht gehabt und das kostet hier in Sachsen so um die 800 Euro. Tja, und da ich mir nicht so richtig sicher gewesen bin, ob hier die Gesetze so gelten, wie sie da augenscheinlich propagiert werden, habe ich mich entschlossen, keine freiwillige Zahlung zu machen, sondern habe mal drauf gewartet, bis ich von jemandem gezwungen werde, der dann mit seinem Willi hier unterschreibt. Tja, das hat der Herr dann auch getan von unserer Polizei und ich habe mir jetzt mal ja die Erfahrung geholt, dass ja, da kommt man nicht raus. Ne? Ich bedanke mich nochmal ganz, 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 ganz herzlich an die Leute, die da letztes Jahr gespendet haben. Ne? Das ist jetzt dafür draufgegangen. Die haben auch extra noch gewartet hier. Anfang des Monats haben sie mich dann aufgesucht. Ne? Also Ende des Monats habe ich natürlich keine Kohle. Anfang vom Monat ist dann natürlich schon die Chance, dass ein bisschen Kohle da ist. Jo. Tja. Na gut, okay. Glück für euch, weil jetzt werden meine Raritäten rausgeschmissen. Ne? Also das, was ich momentan so als my favorite bezeichne. Da haben wir ja einmal den B23 Doppelbedini sozusagen, wo dann hier mit Monopolmagnetenanordnung hier außen der zweite Ring erregt wird. Könnt ihr aufpimpen, umbasteln. Hier ist noch ein Haufen Platz, ne? Hier auf der Seite im Eingang und hier habt ihr dann eure zwei Ausgänge. Ist als Basis, denke ich mal, nicht ganz verkehrt. Ja, und als zweites bekommt die UFO-Lampe jetzt auch einen neuen Besitzer. Ne? Das ist diese 1-Watt-Lampe. Muss man dann hier, also hängt jetzt momentan an einer 12-Volt-Batterie und hier in den verlinkten Videos könnt ihr ja dann noch sehen, wie viel sie zieht. Ne? Muss man dann mehrfach anschwingen, wenn natürlich angeschlossen ist. Ne? Moment. Oh, jetzt haben wir es angeschlossen. Und jetzt müsste es auch. Jetzt schwingt sie. Genau. Ne? Alles 1 Watt. Und ja, ist momentan nicht aufgeräumt, aber so viel Licht macht sie, ne?